Das Multifunktionsthema beim Combiline ist auf jeden Fall für uns ein großes Argument, weil wir den wirklich teilweise in der Früh mit der Pickup einsetzen. Dann haben wir mal 2-3 Stunden Einsatz, wo man weite Transportstrecken hat, wo man einfach den Jumbo noch mal zum Häcksler mit dazu tut und auf die Nacht fährt er noch bei einem kleinen Landwirt noch mal 15 Hektar separat zusammen. Und dadurch hat man eigentlich eine ganz gute multifunktionale Lösung und dadurch passt das ganz gut. Wir setzen den neuen Jumbo 7400 jetzt seit 4 Wochen ein. Jetzt habe ich da ein bisschen ein Grinsen auf, weil grundsätzlich funktioniert unser Betrieb dann ganz gut, wenn unsere Fahrer glücklich sind. Mit der Maschine fährt hauptsächlich ein langjähriger Mitarbeiter von uns, der Graf Thomas. Und der sagt dabei, die Maschine ist wirklich brutal gut. Der ist da begeistert. Der hat vorher einen 6610 bzw. einen 6620 gefahren. Und das ist noch ein richtiger Schritt oben in der Leistung. Auf der anderen Seite noch auch in der Bedienung. Und er nutzt auch die Frontwand ganz gut, weil er einfach da noch mehr Gewicht auf den Schlepper draufbringt. Bei der Frontwand sind wir gar nicht so die Typen, die da so extrem auf das Verdichten schauen. Wirklich ein Aspekt ist bei der Front das Thema Abladen. Ich kann den Ladewagen, auch wenn ich mich nach vorne hänge, relativ schnell, relativ gut abladen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, wo der Fahrer halt einfach anschließend begeistert ist, weil er relativ kurz im Silo ist und der Landwirt Sekten auch nicht andauernd stehen. Das ist so der erste Punkt, wo wir die Wand auf jeden Fall hernehmen. Zweiter Aspekt ist bei uns in der kleinstrukturierten Region, dass der Ladewagen einfach kompakter wird, weil ich halt mehr Ladegut vorn drauf habe. Dadurch wird die Ladewand ganz gut eingesetzt und das Laden in der Automatikversion funktioniert mit der Frontwand sowieso super gut. Wir haben an dem Ladewagen einen John Deere 6230 gehängt. Das ist eine Leistungsklasse, die aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht in unserer Region ganz gut mit aufgepasst. Wir hätten auch noch einen 936 im Bestand oder wir hätten auch noch einen Fendt 828 im Bestand, wo man die Leistung vielleicht noch besser nutzen kann. Uns geht es auf der anderen Seite auch in der Wiese darum, dass man nicht zu schnell unterwegs ist. Und wir wollen einfach ein Paket schnüren, das bei uns für einen Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und das auch bei uns gut ins Konzept reinpasst. Der Ladewagen ist leichtzügig, also wir können den mit dem Schlepper ganz gut fahren und durch sein Leistungsgewicht und seine Frontwand, wo ich wirklich das Gewicht auf dem Schlepper vorn drauf bin, passt der Schlepper perfekt. Unsere Fahrer, die Ladewagen tagtäglich einsetzen, sind von der Pöttinger Pickup grundsätzlich schon immer begeistert. Die Pöttinger Pickup hat schon immer einen guten Pendelausgleich und lässt sich wirklich auch in unserem hügeligen Gelände wirklich super bedienen. Gerade bei dem Ladewagen hat man noch mehr einen Schritt oben drauf gesetzt. Wenn ich jetzt mit dem Graf Thomas spreche, dann sagt er, die Pickup ist wirklich super perfekt und passt da gut in unsere Region ein. Das Thema Schnittqualität ist keine Herausforderung bei uns. Also grundsätzlich sind wir schon ganz klar so strukturiert. Wir haben immer zwischen 8 und 10 Selbstfahrhäcksler im Bestand. Wenn wir wirklich kurze Schnittqualität, wenn wir Biogasware brauchen, dann sind wir mit dem Häcksler unterwegs. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Der Ladewagen ist trotzdem eine super Ergänzung mit dazu, wenn ich es vorher schon gesagt habe. Zum einen, ich kann die kleinen Flächenstrukturen gut bedienen. Ich kann einfach super zum Häcksler mit ergänzen, weil ich ihn einfach als Transportfahrzeug hernehme. Wenn ich aber mit 2-3 Ladewagen auch einmal beim 150 Hektar Betrieb unterwegs bin, habe ich trotzdem eine brutale Schlagkraft. Mittlerweile, wenn ich mit so einer Technik unterwegs bin. Aber das Thema Schnittqualität hätte ich jetzt auch bei den Vorgängern, wo wir gehabt haben, 6620, genauso gut gesehen. Wir arbeiten mit Pöttinger seit 20 Jahren zusammen. Sind mit den Maschinen zufrieden, sind mit der Leistung der Maschinen zufrieden, sind vor allem auch mit dem Wiederverkauf zufrieden und dadurch passt es ganz gut. Erfolgreicher mit Pöttinger.